Friedrich Ebert Halle ist eine der großen Multihallen im südwestdeutschen Raum und dabei ein echter Verwandlungskünstler. Neben Konzerten, Messen und Kongressen ist sie als Sporthalle bestens geeignet. Bei der 11. Ludwigshafener Sportschau erlebten die mehr als 2000 Zuschauer eine hochklassige Show aus Akrobatik und Artistik, Tanz und Clownerie. Das rund 2,5-stündige Programm wurde vom Ludwigshafener Sportverband, dem Bereich Sport der Stadt und von der LUCOM, Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft MBH, veranstaltet. Der Turnerbund Oppau war der erste der beiden Ludwigshafener Show-Acts und präsentierte den Wiki-Tanz. Markus Hoffmann, Moderator beim Rhein-Neckar-Fernsehen, führte galant durch den Abend. Unsere Ludwigshafener Sportschau ist eine tolle Schau mit nationalen, internationalen Artisten und Künstlern, aber auch mit dem Einsatz von regionalen Gruppen, das heißt also Turngruppen hier aus den Vororten. Und ich denke auch für die jungen Leute ist das ein Anreiz, hier mal mitmachen zu dürfen und die großen Stars zu sehen. Also das ist eine ganz tolle Mischung, die wir hier darbieten. Der Turnverein Edichheim war mit seinem Dschungeltanz der zweite lokale Vertreter bei der Show. Die Außergewöhnlichkeit ist, dass wir nah an der Show dran sind. Das heißt, die Zuschauer sitzen direkt bei den Künstlern. Diese Nähe macht auch eine hohe Identifikation aus mit der Eberthalle, dass sie hautnah jeden spüren. Und das gibt es in keiner Halle in der Region so. Und deswegen sind wir froh, dass wir hier in der Halle sein dürfen. In der Sportschau reihte sich ein Höhepunkt an den anderen. Ein gelungener Mix beeindruckender Darbietungen von regionalen, nationalen und internationalen Mitwirkenden. Also die Veranstaltergemeinschaft aus der LUCOM, aus dem Bereich Sport der Stadt Ludwigshafen, aus dem Ludwigshafener Sportverband, zeichnet aus, dass alles sehr harmonisch funktioniert. Wir machen verschiedene Dinge. Wir machen Hallenfußballturnier, wir machen hier die Sportschau, wir haben andere Dinge noch im Köcher. Und auszeichnet tut das Ganze, dass alles, wie gesagt, auf Zuruf klappt. Wir können uns aufeinander verlassen. Es gibt kurze Wege und es gibt so gut wie nie Probleme. Beziehungsweise, wenn es welche gibt, werden die kurzfristig und auf schnellsten Wege gelöst. Die Friedrich-Ebert-Halle hat sich bei der Ludwigshafener Sportschau erneut als Sporthalle mit großartiger Stimmung präsentiert, bei der sofort der Funke überspringt. Also die LUCOM sorgt eigentlich für die Technik, macht also Licht und Akustik und so weiter. Und der Bereich Sport organisiert es, gerade bei der Sportschau die Sportler. Und der Ludwigshafener Sportverband organisiert die Organisation hier mit Einlasskontrolle und Platzanweisern und so. Und wie gesagt, es funktioniert reibungslos.